Auf dem ehemaligen Kasernengelände waren 250 Jahre lang Soldaten stationiert. 1992 sind diese gegangen. Die Gebäudenummerierung ist bis heute geblieben. Zunächst sollten die Gebäude nur als Entlastung für die Georg-Simon-Ohm-Hochschule in Nürnberg dienen. Schnell kam man jedoch zu der Auffassung, dass sich der Standort Ansbach für eine eigenständige Hochschule eigne. Am 1. Oktober 1996 startete die Hochschule mit nur 85 Studierenden. Im Wintersemester 2020 waren es über 3.500. Neben dem Campus in Ansbach verteilen sich die 3.500 Studierenden auch auf die Außenstellen in Weißenburg, Herrieden, Feuchtwangen und Rothenburg. Anfangs gab es zwar noch keine Mensa, dafür aber mehr Parkplätze als Studierende. Mittlerweile werden aber bis zu 700 Mensaessen pro Tag von den Studierenden verspeist. Um die 500 Leute finden täglich ihren Weg in die Bibliothek. Außerdem wird täglich mehr als 900 Mal auf die vielen digitalen Bibliotheksinhalte zugegriffen. Neben der Bibliothek besitzt die Hochschule auch ca. 50 Labore, in denen Studierende verschiedenste Experimente durchführen, Filme drehen und Beiträge aufnehmen können.